Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Wir können schon sagen, dass Europa derzeit vor einer wirklichen Zäsur steht. Vor der Entscheidung, gehen wir den Weg von Polen und von Ungarn mit Grenzzäunen, Stacheldraht und bewaffneten Grenzposten oder gehen wir den Weg einer europäischen Lösung? Die Vorschläge, die gerade im Zusammenhang mit den Flüchtlingen gemacht werden, werden immer absurder. Es ist wirklich ein lächerlicher Vorschlag von Frau Glöckner zu sagen, wir schließen die Grenze für eine bestimmte Zeit und die Flüchtlinge werden praktisch vor den Grenzen geparkt. Ich wiederhole nochmal, Flüchtlinge sind kein Sack Reis, den man irgendwie stapeln kann und einige Monate irgendwo deponieren kann, sondern das sind Menschen, die Schutz suchen und diesen Fragen muss man sich ernsthaft zuwenden. Aber auch die Position von Frau Merkel, wir schaffen das, ohne konkret zu sagen, wie man es schaffen soll, löst natürlich immer wieder neue Widersprüche und neue Probleme aus. Und deshalb sagen wir, Frau Merkel muss für eine europäische Allianz der Solidarität eintreten. Sie muss deutlich machen, dass es eine europäische Lösung geben muss und muss zumindest in diesem Zusammenhang eine Koalition der Willigen schmieden. Wenn wir damit anfangen, dass alle Länder ihre Grenzen dicht machen, dann wird die Europäische Union einen großen Schaden erleiden. Vielleicht wird so sogar die Überlebensfähigkeit der Europäischen Union in Frage gestellt. Sie lebt ja geradezu von offenen Grenzen für Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Es ist eine völlige Illusion zu meinen, dass das aufrechterhalten werden kann. Und es wird eine richtig große Krise in der Europäischen Union auslösen, die wahrscheinlich massenhaft Arbeitsplätze, insbesondere in Deutschland, kosten wird. Deshalb brauchen wir ein glaubwürdiges Konzept auf europäischer Ebene. Wir haben ja auch selber den Vorschlag in den Raum geworfen, dass es unsinnig ist, Länder wie Polen und Ungarn noch mit Zahlungen zu belohnen, dass sie ihre Grenzen vor den Flüchtlingen dicht machen und sie auch noch menschenunwürdig behandeln. Aber wir brauchen natürlich auch ein innenpolitisches, glaubwürdiges Konzept. Dazu gehören im Wesentlichen drei Dinge. Erstens, die Kommunen müssen finanziell handlungsfähig gemacht werden. Das heißt, der Bund muss die vollen Kosten des Asylverfahrens tragen. Sonst ist es für die Kommunen definitiv nicht zu stemmen. Zweitens, wir brauchen dringend jetzt endlich und ohne weitere Verzögerungen ein wohnungsbaupolitisches Programm, das diesen Namen auch verdient. Es müssen mindestens 500.000 neue Wohnungen in den nächsten Jahren gebaut werden, damit nicht nur Flüchtlinge bezahlbaren Wohnraum finden, sondern eben auch alleinerziehende Rentner und Rentnerinnen, die nicht genug Rente im Geldbeutel haben und Menschen mit Durchschnittsverdiensten, die auch in den Ballungsräumen unter den hohen Mieten leiden und kaum noch bezahlbaren Wohnraum finden. Und wir brauchen deutlich mehr Personal im öffentlichen Dienst. Insbesondere auch in Pflege, Gesundheit und bei den Behörden und wir haben es auch gesagt, auch bei der Polizei. Da geht es jetzt nicht um Sondereinheiten, sondern es geht um die Polizei, die für die Sicherheit auf öffentlichen Plätzen garantieren soll. Das wäre dringend notwendig, so vorzugehen, damit auch überzeugende Antworten gegeben werden, wie wir das schaffen können. Und ich will schon noch mal das Beispiel machen, wenn in einem Supermarkt lange Schlangen stehen, geht man ja auch nicht her und sagt, wir schließen den Supermarkt zu, sondern man geht her und sagt, man nimmt noch mal drei Leute, um die zusätzlichen Kassen zu besetzen, um die Schlangen zu bewältigen. Und es geht um die Bewältigung und Integration der Flüchtlinge. Und natürlich geht es darum, dass bei den Fluchtursachen endlich mal ernst gemacht wird.
Auch dort stimmen wir ja vollkommen mit Frau Merkel überein, dass die Fluchtursachen angegangen werden müssen. Aber die sind halt in erster Linie Krieg und deswegen Stopp der Waffenexporte. Und das, was jetzt dringend gemacht werden müsste, dass die UN-Flüchtlingslager finanziell und logistisch ordentlich ausgestattet werden. Die meisten Flüchtlinge wollen ja gar nicht hierher kommen, sondern sie würden lieber grenznah untergebracht werden, wenn sie dort aber Hunger leiden und ihre Kinder nicht versorgt werden, ist doch völlig logisch, dass sie weiterreisen. Das wären Dinge, die jetzt dringend getan werden müssen. Dass das Geld dafür vorhanden wäre, zeigt die ungleiche Vermögensverteilung in unserem Land. Ich meine, es ist da inzwischen manchmal eine etwas perverse Situation, dass sich Menschen darüber aufregen, wenn Flüchtlinge ein Smartphone besitzen, aber nicht darüber sich aufregen, wenn 62 reiche Leute der Welt oder die 62 reichsten Männer der Welt mehr Vermögen besitzen als über die Hälfte der Weltbevölkerung. Das müsste uns eigentlich empören. Aber auch in Deutschland hat die ungerechte Vermögensverteilung zugenommen. Das hat ja jetzt ein Bericht des Bundessozialministeriums bewiesen. 10% der Reichsten besitzen über 50% des gesamten Vermögens in Deutschland und 50% der Bevölkerung besitzen gerade mal 1% des Vermögens. Und dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich hat sich in den letzten 10 Jahren noch mal dramatisch verschärft. Hier müsste in der Tat die Regierung sofort handeln, weil diese ungerechte Vermögensverteilung ist nicht mehr zumutbar. Die Oberen verschonen, aber die Mehrheit ständig belasten. Das sind untaugliche Rezepte. Sie schüren im Übrigen auch praktisch die Stimmung gegen die da unten und auch gegen die Flüchtlinge. Wir haben desolate Kommunalfinanzen, das habe ich gerade schon gesagt. Wir haben den Zustand, dass die Investitionen in die öffentliche Infrastruktur unterirdisch ist. Wir leben auf Verschleiß, im Übrigen auch zu Lasten der künftigen Generationen, die eben nichts davon hat, marode Schulen, Straßen, Schienen und andere Infrastruktureinrichtungen vorzufinden. Und wir haben definitiv zu wenig Personal in diesem Bereich. Wenn wir also nicht die öffentlichen Haushalte kaputt sparen wollen, dann müssen wir diesen Reichtum umverteilen, weil er insgesamt immer unproduktiver wird. Es wird kaum etwas von diesem immensen Reichtum investiert, weder privat noch öffentlich. Wir wollen diesen Zustand beenden und haben dazu viele Vorschläge gemacht. Der zentrale ist, es muss endlich eine Vermögenssteuer in Deutschland eingeführt werden. Ich will noch mal daran erinnern, neben Österreich sind wir das einzige nennenswerte Industrieland, das keine Vermögenssteuer kennt. Und unser Vorschlag, 5% ab der zweiten Million, wovon auch in diesem Saal wenige betroffen sind, würde den öffentlichen Kassen 80 Milliarden mehr Einnahmen bringen. Und davon könnte man definitiv viele Erzieherinnen einstellen, viele Menschen im öffentlichen Dienst einstellen, die die Bearbeitung der Flüchtlingsfragen vornehmen können. Man könnte auch mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern und in der Altenpflege einstellen. Wir fordern auch eine höhere Erbschaftssteuer für große Vermögen. Definitiv nicht für diejenigen, die Omas Häuschen erben oder das Häuschen der Eltern. Da haben wir hohe Freibeträge vorgeschlagen, zum Beispiel für selbstgenutzten Wohnbesitz. Aber wir haben ja den völlig unerklärlichen Zustand, umso höher die Renten, umso höher die Erben werden, umso weniger werden sie besteuert. Es müsste ja genau umgekehrt sein, dass diejenigen, die wirklich Millionen und Milliarden erben, dass die auch ordentlich besteuert werden und ihren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwohls leisten.
Diese Position hat vor der Wahl und immer mal wieder auch die SPD eingenommen, und es ist wirklich ein absolut katastrophaler Zustand, dass sie immer dann, wenn es um konkrete Politik geht, davon nichts mehr wissen will. In Baden-Württemberg hat der Spitzenkandidat der SPD, Herr Schmidt, auch gesagt, die zukünftigen Aufgaben werden kaum bewältigbar sein, wenn wir nicht eine andere Steuerpolitik machen. Als es dann aber um die Erbschaftssteuer von Familienbetrieben ging, hat er den Schwanz eingekniffen und hat gesagt, die Vorschläge von Herrn Schäuble sind immer noch zu hoch, obwohl dessen Vorschlag schon beinhaltet hat, dass 99% der Familienbetriebe steuerfrei bleiben bei der Erbschaftssteuer. Es ist nicht einfach, Schäuble rechts zu überholen, aber es ist ihm gelungen. Ich will auch noch mal dazu sagen, dass wir immer mehr Untersuchungen haben, dass diese ungerechte Vermögensverteilung auch die wirtschaftliche Entwicklung hemmt. Das wirtschaftliche Wachstum in ganz Europa stagniert seit vielen Jahren und hängt auch damit zusammen, dass die, die unten sehen, zu wenig Einkommen haben. Sie würden aber dieses Einkommen konsumieren. Und das ist schon lange der wirtschaftspolitische Fehler. Wir haben jetzt die Umfragen mit dem IFO-Geschäftsindex, der runtergeht, schon den zweiten Monat hintereinander, und immer mehr Betriebe eher die wirtschaftlichen Aussichten pessimistisch beurteilen. Auch in dieser Situation wäre es dringend notwendig zu handeln und nicht zuzuschauen, bis wir wieder in eine Wirtschaftskrise hineinschlittern. Die Ursache für diese Krise ist der Mangel an öffentlichen und privaten Investitionen. Die Investitionstätigkeit wieder in Gang zu bringen, wäre wirtschaftspolitische Aufgabe dieser Regierung. Wir fordern definitiv ein Investitionsprogramm von sofort 25 Milliarden Euro. Das würde im Übrigen sogar machbar sein unter Einhaltung der Schuldengrenze. Dafür müsste man noch gar nicht viel öffnen, sondern das könnte man sofort tun. Mir ist ein komplettes Rätsel, wie man die anstehenden Fragen bewältigen will, sowohl die Defizite im Wohnungsbau, die Defizite im öffentlichen Bereich und die Defizite in der Infrastruktur, wenn man kein solches Investitionsprogramm macht. Die Alternative ist, wir dümpeln gerade so weiter in die nächste Krise rein und wundern uns dann, wenn die Erwerbslosigkeit und die sozialen Nöte wieder größer werden. Also die Linke sagt, ein sofortiges Investitionsprogramm von 25 Milliarden Euro.